Hallo und willkommen zu einer, naja, einer Reaktion, einer Nachlese, einer Debatte zwischen drei Pantheisten und einem Christen. Das Thema war die Pantheismus-Diskussion. Ist alles Gott? Ausrufezeichen, Fragezeichen. Na, das Ganze auf einem Kanal, der sich nennt Christologisch. Was ich nicht verstehe, weil irgendwie ist für mich logisch irgendwie nicht so das Handwerkszeug, das Bevorzugte eines Christusapologeten. Der Verfechter ist hier der Joseph Dragiel, der sich selbst als Evangelist bezeichnet. Er sagt, er sei Theologe, das heißt, er hat gelernt, wie man den Gott des Christentums und seinen Sohn und den Geister positiv darstellen kann. Obwohl ich das persönlich sehr schwer finde. Ein Pantheist, der diese Aussage ist alles Gott bejaht, ist Torge Meyer, der kreativ tätig ist und sich dabei für die harmonische Verständigung zwischen Menschen engagiert, als Gründer von Liga der Pantheisten, die für eine Verbindung aller Religionen und Menschen eintritt. Die Diskussion war wohl gedacht als die Gegenüberstellung zweier Weltanschauungen. Beide basierend auf einem Gott, allerdings in grundsätzlich verschiedenen Ausprägungen. Einmal ein Gott ohne jegliche Ansprüche, Drohungen oder Versprechungen. Ein übernatürliches Wesen, das einfach einen Grundstein gelegt hat, eine Plattform geschaffen hat, auf der sich alles in unserem Universum abspielt und was da überhaupt existiert. Auf der anderen Seite ein unmoralischer Despot, der als Tyrann auftritt und von uns Menschen ein unmenschliches Benehmen verlangt, uns nötigt und mit Höllenqualen droht, wenn wir nicht das machen, was verlangt wird. Aber was genau verlangt wird, ist völlig unklar, weil es angeblich in einem alten Buch steht, das aber so konfus und unstrukturiert geschrieben ist, dass kein normaler Mensch daraus schlau wird. Deshalb bedarf es vieler Menschen, der Erklärer, die uns vermitteln sollen, was da angeblich steht und wie wir uns dann dementsprechend verhalten sollen. Da aber alles so vage, konfus und so mehrdeutig ist, haben sich daraus circa was 35.000 oder sowas verschiedene Sekten gebildet, die sich alle selber Christen nennen, anderen aber genau das absprechen. Seltsames Völkchen, pflegte meine Mutter zu sagen. Und ja, Spoiler Alert. Also die Unterhaltung hier war zäh und im Grunde genommen unsinnig, weil der Christus-Apologet nur gepredigt hat von Jesus und der Bibel. Er ist kaum auf die Ausführungen der Pantheisten eingegangen, so dass es letztendlich sehr einseitig und wenig interessant war. Dabei waren diese Ausführungen, die den Pantheismus beschrieben haben, durchaus interessant und auch wissenswert. Aber da Höflichkeit leider großgeschrieben wurde, ist das letztendlich meiner Meinung nach zu kurz zu kommen. Die Anfangsszene hier ist symptomatisch, finde ich zumindest. Guck mal, ein Pantheist fragt, warum sollen Pantheisten nicht lieb zueinander sein können? Und das drückt in meinen Augen schon aus, was hier wichtig ist, nämlich das Miteinander. Und ganz im Gegensatz, ein Papa Paul mit einem Kreuz dahinter, der eher ablehnend ist. Nicht, dass wir heute alle Pantheisten werden. Das ist eine ganz andere Haltung. Und dann kommt ein Juvaves und setzt noch einen drauf. Es gibt keine Götter, nur den einen wahren, lebendigen Gott. Okay, kann man Realität noch in anderer Form leugnen? Mensch, es gibt tausende von Göttern. Ich weiß nicht, das ist eine Aussage, die ich sonst nur von intoleranten Muslimen kenne. Aber man sieht, es gibt auch Christen, die so denken. Und irgendwie ist das so die Grundhaltung, dass nur der eigene Lieblingsgott zählt und alle anderen Götter strikt abgelehnt werden. Dabei finden 90% der Menschen den Gott der Christen wenig überzeugend. Genau wie Christen die anderen Götter nicht überzeugend finden. Und ich gehe halt einen Schritt weiter und finde auch den jeweiligen Lieblingsgott nicht überzeugend. Und sehe daher keinen guten Grund an die Existenz von Göttern oder Göttinnen zu glauben. Also lasse ich es. Die sollen dahin gehen, wo sie hingehören, ins Museum. Aber Gott sei Dank kommt, ich meine, das muss man ja wirklich sagen, zur Ehrenrettung kommt ja noch ein weiterer Beitrag auf diesem Bild vor. Der Frieden des Herrn Jesus sei mit allen.
Der ist zwar nett gemeint, ich weiß, aber es zeigt viele Probleme auf. Einen Gott als Herrn zu betiteln und die eigene Unterwürfigkeit zu demonstrieren, das ist für mich krank und nicht wirklich menschlich. So wie ich Menschen nicht verstehen kann, die als Hund an einer Leine einkaufen gehen. Ne? Die Jesusfigur der Bibel ist auch alles andere als friedlich und lieb und nett. Ich meine, der behandelt seine eigene Mutter wie Dreck. Und in der Bibel wird die Sklaverei nicht verurteilt oder gar verboten. Es wird weder Ausbeutung noch Blutrache oder Demütigung, Enteignung, Entrechtung, Folter, Genozid, Körperverletzung, Nötigung, Todesstrafe, Unterdrückung, Vergewaltigung, Vertreibung oder sonstige Formen der Gewalt verboten oder verurteilt, weil der Gott selber ja sowas macht. Jesus selber befürwortet Sklaverei. Und da sogar falsche Gedanken können bestraft werden. Deshalb hat es ja bekanntlich fast 2000 Jahre lang eine Schreckensherrschaft des Christentums gegeben. Mit der Hilfe der Jesusfigur aus der Bibel. Das interessiert aber heutige Christapologeten wenig. Die picken sich ein paar schöne Sätze aus der Bibel raus und tun dann so, als ob der Rest auch so wäre. Das ist in meinen Augen unehrlich und betrügerisch. Aber naja, nach immerhin 6 Minuten geht es dann zur Diskussion. Die Teilnehmer neben Torge und Josef sind Narada und André. André, soviel ich weiß, ist auch in der Liga der Pantheisten, bezeichnet sich aber als Panentheist, in der die Welt nicht identisch mit Gott ist, sondern eine Ebene darunter, aber darin enthalten ist. Und Narada, wenn ich das richtig verstanden habe, ist ein hinduistischer Metapantheist, der alle Glaubensrichtungen für berechtigt hält und darin einfach nur eine menschliche Ausprägung sieht. Also eine unheimlich spannende Runde. Und Josef, der scheint hier irgendwie nicht viel davon mitzukriegen und geht auch nicht auf die extrem interessanten Persönlichkeiten hier ein. Es scheint so, als ob er das nicht wirklich mitbekommt. Vielleicht waren das die technischen Probleme, die es wohl vor der Sendung gegeben hat. Vielleicht war das zu viel für ihn. Aber was mir immer wieder auffällt, ist, dass Josef meint, alles zu wissen und zu verstehen, macht aber deutlich, dass dem nicht so ist. Sobald er irgendwas Bestimmtes sagt, über etwas Bestimmtes redet, dann merkt man, dass er da gar keine Ahnung davon hat. Was ich furchtbar irritierend fand, ist das ständige Abschweifen von dem, was gerade gesagt wurde. Josef ist ein Presupposition, ein Mensch, der einen Gott, seinen Gott, voraussetzt, weil der ja der Gott ist, der in der Bibel beschrieben wird und der dann die Basis ist für alles, was man denkt und tut und will und so weiter. Das heißt also, den kriegt man eigentlich nur in ein Gespräch verwickelt, indem man ihn über seine eigenen Aussagen befragt. Aber sobald das hier passiert, weicht er aus. Und dann kommen so diese ständigen, ja, aber woher weißt du das? Bist du sicher? Das sind dann diese standardisierten Presuppositionalist-Argumente oder nein, die Antworten, die man ständig nur bekommt. Weil die denken, das ist dann irgendwie schwierig oder damit können die dann eine Kerbe in den Koran, Quatsch, in den Koran sage ich schon, in die Bibel schnitzen und sagen, ha, habe ich wieder einen Punkt gemacht. Aber er versteht kaum etwas. Er sagt dann etwas Unsinniges. Und wenn er dann wieder aufs Thema zurückgeführt wird, dann bleibt er wieder irgendwo kleben, redet über was völlig anderes. Zum Beispiel geht es um Monismus oder Non-Dualismus, was Josef nicht versteht, denkt er, er sei eine Form des Dualismus, da er nicht versteht, dass Bewusstsein durchaus Materie erfassen kann, als Teil des Ganzen. Jetzt bleibt er aber nicht dabei und versucht auch gar nicht, es zu verstehen, sondern fordert eine Definition von Energie. Was ja hier überhaupt nicht reinpasst. Also man sieht ganz deutlich, wie Theisten, besonders aber Apologeten, einfach nicht in der Lage sind, Konzepte zu verstehen und abstrakt zu denken. Es muss stets irgendein Bezug zu Koran oder Bibel da sein, der Halt gibt. Ohne diese alten Bücher sind die anscheinend nicht lebensfähig. Und ich muss gestehen, ich war unheimlich angetan und geradezu begeistert von den Darstellungen von Narada.
der das so klar und deutlich formuliert hat und recht komplexe Zusammenhänge wunderbar leicht verständlich auch für Laien rübergebracht hat. Das hat mir super gefallen. Nur Josef konnte nicht wirklich was damit anfangen. Und ich muss gestehen, dass es teilweise schon peinlich war, mit anzusehen, wie hilflos er rumruderte und versuchte, irgendwo etwas ihm Bekanntes zu finden. Und naja, wenn wir dann zuhören, er rettet sich dann einfach nur in Schwafeln, einfach schwadronieren. Also ich definiere Wahrheit als eine Eigenschaft von Propositionen. Dann sagt er, Wahrheit ist eine Eigenschaft von Propositionen. Er erklärt dieses Wort, aber nicht benutzt es nur. Also, naja, das ist hier eine Definition. Das ist nicht so das, was er versteht darunter. Ne? Und anschließend stellt er eine Frage, lässt aber keine Antwort zu, sondern geht in den Verkäufermodus als Propagandaverteiler seines Lieblingsgottes. Also was ist euer Maßstab der Wahrheit? Woher weißt du, dass eine Proposition eine Aussage wahr ist oder nicht? Und dementsprechend ist das dann auch Wissen, ne? Wenn ich sage das immer ganz simpel. Ich glaube, dass da ein lebendiger Gott ist, der den Menschen erschaffen hat in sein Ebenbild. Das heißt, ich habe fühlen, denken, wollen, wie dieser Gott, der von Ewigkeit her ist. Der ist beides. Sagt aber kurz Ich darauf, glaube, dass Gott Adam erschaffen hat, dass er alles erschaffen hat, ins Dasein gerufen hat. ohne irgendeine Möglichkeit zu haben, diese Proposition mit der Realität vergleichen zu können. Josef nennt sich also selber unehrlich. Ey, weiß er eigentlich, was er da tut? Hat, wenn das so offensichtlich ist, dann muss es dafür sehr gute Gründe geben. Wie bitte? Nein, das ist doch völlig absurd. Wenn, also das ist jetzt die Definition von offensichtlich. Wenn etwas offensichtlich ist, dann kann es jeder ohne weiteres erkennen, ohne gute Gründe. Ei, also wir haben jetzt erst eine halbe Stunde hinter uns. Ich frage mich, ob diese Unterhaltung einen Sinn ergibt, wenn Josef selbst einfachste Zusammenhänge nicht versteht und auch kaum eine Allgemeinbildung zu haben scheint. Und leider tritt das Thema Pantheismus irgendwie immer mehr in den Hintergrund, weil sich die Möglichkeit ergibt, etwas Bildung zu liefern, um den Kenntnisstand des Christen bezüglich Adam und Eva etwas aufzubessern. Nur die Realität natürlich. Aber das klappt nicht. Mein Torge erklärt Josef, dass er Annahmen trifft, nämlich dass die Bibel wohl eher Mythen beschreibt und nicht die eben besprochene Realität. Aber das ist einer der Gründe auch, warum wir annehmen, dass die Bibel so, wie wir sie haben, nicht geschehen ist. Dass das eher zum größten Teil mythologische Geschichten sind. Und die Frage von Josef daraufhin, die ist verblüffend. Ja, aber wie kannst du das wissen, frage ich mich. Also die Aussage von Torge betrifft eine Annahme und einfach nur Mythen, aber nicht Wissen. Wie kommt er zu dieser Frage? Und Torge erklärt es Und geduldig. es geht ja nicht darum, dass ich etwas weiß, mit absoluter Gewissheit, sondern es geht doch um die Frage der Wahrscheinlichkeit. Wie wahrscheinlich ist es, dass die Geschichten in der Bibel genauso passiert sind? Das ist die einzig relevante Genau. Frage. Und die Antwort darauf ist? Wahrscheinlichkeiten feststellen will, dann geht das nur unter Voraussetzung von absoluten Werten, ne? Ey, was machen die hier? Das hier ist die Definition von wahrscheinlich. Also, nein! Wenn ich dabei gewesen wäre, hätte ich spätestens hier laut losgebrüllt. Mensch, absolutes Wissen ist doch fast unmöglich. Deswegen haben wir doch sowas wie wahrscheinlich und möglich. Deswegen gibt es diese Wörter doch überhaupt erst. Also echt, Mann, da sitzt ein Christ und macht sich zum Sepp. Warum macht er das? Warum lässt er nicht mal eine Aussage sacken, denkt ein paar Sekunden darüber nach und wägt dann seine Antwort ein bisschen ab, anstatt so einen Blödsinn zu fabrizieren? Torge hier denkt logisch und zeigt sofort einen Schwachpunkt des eben Gesagten auf. Nur kann Josef wieder nicht folgen. Und er schwafelt wieder über die Bibel, ein altes, längst überholtes, unmoralisches und fehlerbehaftetes Buch. Warum sollte das jemanden interessieren? Warum, Josef? Naja, es kommt, wie es kommen musste. Sobald Torge logisch denkt und nachhakt, indem er kritisch analysiert und Josef auffordert, das mal zu belegen, kommt dieser ins Schwimmen. Er stottert recht hilflos rum, weil er auf die Fragen keine richtige Antwort hat. Ja, und was ist der Beweis? Also, um das ganz simpel zu machen, der Beweis, dass das wahr ist, was ich sage, ist, ihr könntet nichts beweisen. Beweis es, ihr könnt es nicht beweisen.
Ach Mensch, das ist doch Kindergartenniveau. Also was soll ich denn hier machen? Ich hatte eigentlich eine interessante Diskussion erwartet, wie sie anfangs ja auch losging, als die Pantheisten ihre jeweiligen Vorstellungen beschrieben haben. Aber das war's dann auch schon. Und jetzt kann der Christ, der den Ausführungen bisher nicht folgen konnte, nur noch auf die Bibel verweisen. Naja, Scheuklappen halt. Und die doch sehr wirren Aussagen von Josef treffen dann nur auf Kopfschütteln und Unverständnis. Aber anscheinend kann er nicht anders. Und eine Diskussion setzt mindestens fünf Dinge voraus, ja, nämlich Wahrheit, Wissen, Gesetze der Logik, objektive moralische Werte und die Gleichförmigkeit, die Gesetzmäßigkeit des Universums. Ne? Ich weiß nicht, was er da sagt. Hier sind Definitionen von Diskussion. Es geht um einen Informationsaustausch in einem Dialog über ein Thema. Da ist nichts von Wahrheit, Wissen oder objektiven moralischen Werten die Rede. Okay, also ich hätte hier abgebrochen, weil das hier völlig sinnfrei ist. Es ist nutzlos. Josef hat nicht das intellektuelle Niveau, hier überhaupt mitzureden. Das geht nicht. Er hat seine Stellung, seine Position und da geht er überhaupt nicht auf irgendwas anderes ein. Ja, okay, ja, ich mache persönliche Aussagen. Aber es geht doch nicht anders. Kinder, hier ist doch kein einziges sachliches Argument. Man muss doch erst feststellen, ob das Gegenüber überhaupt in der Lage ist, eine andere Sichtweise als die eigene annehmen zu können. Sonst bringt das doch nichts. Und genau das ist hier nicht gegeben. Das biblische Weltbild ist wie das Wasser die Voraussetzung für Rationalität, ne? Es schlägt einem die Krone ins Gesicht. Wie kann denn eine sprechende Schlange die Basis darstellen für Rationalität? Bibel, Koran und Co. sind doch nur gefüllt mit Absurditäten, grausamen und menschenverachtenden Absurditäten. Man kann doch diesen Märchen nicht rational begegnen. Es sind doch nur Drohungen und ständige Nötigungen, gepaart mit dem in Märchen üblichen erhobenen Zeigefinger. Und die Moral von der Geschichte, tu bloß nicht das und das eben nicht. Mehr ist da nicht. Und hier sitzt jetzt ein erwachsener Mensch und erzählt uns Märchen in der Erwartung, dass wir glauben, dass die echt und real sind. Ey, geht's noch? Und den Pantheisten fällt es jetzt sichtlich schwer, hier nicht laut loszulachen. Es ist aber auch pervers, also wie kindlich Josef hier auftritt, ehrlich. Er appelliert an gute Manieren, die laut seinem Verständnis wohl vorsehen, dass man völlig bekloppte Aussagen verständnisvoll nickend zur Kenntnis nehmen sollte. Zumal, und das nur zur Erinnerung, es gar nicht hier um die Bibel geht bei dieser Diskussion, sondern Pantheismus. Und jetzt kommt Narada mit seinem klaren Verstand. Er bringt es wunderbar einfach auf den Punkt. Ich habe einfach nur meine Sicht auf Gott dargelegt. Und du sagst, wenn du nicht an mein Buch glaubst, dann bist du total irrational, dann möchte ich gar nicht mit dir diskutieren. Genau das ist es. Und das ist das, was Josef einfach nicht kapiert. Anstatt es zu akzeptieren und seine Sicht der Realität anzupassen, verdoppelt er und setzt noch einen drauf, indem er versucht, das zu beschönigen und zu bestätigen. Er macht es nur noch schlimmer. Ohne das biblische Weltbild fehlt dir die notwendige Grundlage dafür. Du kannst es nicht Hä? rechtfertigen. Hä? Das Wie? verstehe ich nicht. Was? Hä? Das ist irre. Und nur so nebenbei. Josef begeht einen logischen Kardinalfehler hier, weil er die Analogie verteidigt, nicht die Aussage selbst. Aber es ist eine gängige Methode bei Gottesapologeten und besonders bei denen, die einen Gott voraussetzen. Und er sagt, man brauche Wasser für einen Tee, kann aber diese behauptete Analogie nicht auf seine Aussage, man braucht die Bibel, übertragen. Also eine Disanalogie. Sinnlos. Nutzlos. Wenn er sagt, das Wasser ist die Bibel, ja, was ist denn dann der Tee? Das geht doch nicht. Irgendwie kann ich durchaus sagen, wenn ich Geschwindigkeit habe, dass ich dann eine Zeit und eine Strecke habe. Okay? Das kann ich belegen, beweisen, be weiß ich was alles. Da brauche ich keine Bibel zu. Aber Josef fängt an zu predigen, ne? Weil er sonst nichts kann. Er kann nur Phrasen dreschen und Märchen über seinen Lieblingsgott zum Besten geben, obwohl es eigentlich niemanden hier interessiert.
Okay, also ich lasse es hiermit gut sein. Ich meine, Josef redet völligen Blödsinn und die ganze Diskussion geht jetzt nur noch um seine Bibel. Ich könnte jetzt jeden Satz von ihm nehmen und mich darüber lustig machen und mich über seine Fehlschlüsse, den Informationsmangel und Logikfehler mokieren. Aber es ist mir zu primitiv heute, also lasse ich es. Ich kann noch nicht einmal konstruktive Kritik üben, da die Mängel einfach zu tief liegen und keinerlei Substanz ist, auf der man aufbauen könnte. Die Pantheisten hingegen, die haben eine überzeugende Darstellung ihres Glaubens hingelegt und konnten es dann auch logisch erklären. Ich bin zwar anderer Meinung und glaube nicht, nee, immer noch nicht, an Götter oder Geister oder Gespenster jedweder Art, aber ich kann es verstehen, wenn jemand den Ansatz hat, wie es die Pantheisten geschildert haben. Den riesigen Unterschied, den ich sehe, ist, dass Pantheisten eher an einer gegenseitigen Verständigung interessiert sind und Menschen voranbringen wollen und unterstützen, miteinander und in Harmonie zu leben, anstatt zu spalten, wie ein Joseph Dragil, da nur rumzupoltern und Respekt einzufordern für sein brutales, widerliches und abstoßendes Buch. Es tut mir furchtbar leid, dass ich hier nichts anderes liefern kann, aber so sehe ich das. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao for now.